Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Mal-Vlog. Wie ihr vielleicht schon den Intro und der Thumbnail entnehmen konntet, werden wir dieses Mal ein herbstliches Bild zusammen malen. Ich hoffe, ihr seid noch nicht übersättigt von diesem Thema, weil es ja auch schon ein Bullet Journal-Eintrag für den Herbst gab und so. Aber der Herbst ist mit Abstand meine Lieblingsjahreszeit und ich finde, darüber kann man gar nicht oft genug reden oder gar nicht genug sich damit beschäftigen. Und außerdem ist das jetzt hier vielleicht auch so ein bisschen die Entschädigung für all diejenigen, die bei der Abstimmung für das Bullet Journal Thema im Oktober lieber den goldenen Herbst gehabt hätten. Also so hätte möglicherweise das Cover dann aussehen können. Ich arbeite auch hier wieder mit Acrylfarben und auch deutlich gröber, als ich es sonst tue. Also ich bin generell beim Malen tatsächlich eher Typ grob, aber dieses Mal hat das tatsächlich fast so eine Pixeloptik, was ein bisschen komisch ist im Endresultat, das werdet ihr dann ja sehen. Also ich habe es dieses Mal vielleicht so ein bisschen übertrieben, hat allerdings tatsächlich auch einen interessanten Look. Also naja, man kann es so oder so sehen. Zeitlich bin ich in letzter Zeit so ein bisschen eingebunden tatsächlich, also ich habe neue Tätigkeiten, die viel Zeit und auch Energie mir wegnehmen, weshalb ich so ein bisschen mehr auf Zeitmanagement tatsächlich angewiesen bin, um überhaupt noch irgendwas gebacken zu bekommen. Ist für mich auch einfach gerade so eine leichte Umgewöhnungszeit. Das wird sich wieder geben, denke ich. Irgendwann hat sich der Rhythmus hoffentlich dann richtig eingespielt und so, aber momentan arbeite ich da halt noch so ein bisschen dran, damit die Produktivität nicht komplett abhanden kommt, wobei ich mein, natürlich auch so ein bisschen aufpassen muss, dass das auch nicht zu so einem neuen Dogma wird, also als wäre Zeit nur noch sinnvoll, wenn es absolut produktiv genutzt werden würde, das ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen fast nervt. Worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war, ich habe ja auch im letzten Mal-Vlog, war das glaube ich, auch so gesagt, dass ich inspiriert oder angestoßen durch so gewisse Kanäle, wie zum Beispiel bei Krixelpixel, mir irgendwie vorgenommen hatte, das Malen jetzt wirklich nochmal neu zu lernen. Weil obwohl ich rein ja, technisch betrachtet schon sehr lange male, habe ich das eigentlich nie wirklich so konkret von der Pike auf gelernt. Obwohl Malen natürlich ein Handwerk ist, wie jedes andere auch. Also das wird ja gerade im Bereich des Malens, wird ja gerne so mit ja, Kreativität und Talent gearbeitet. Oder das als Argument benutzt, also entweder man hat das oder man hat es eben nicht, was definitiv nicht stimmt. Es ist ein Handwerk, was man technisch erlernen kann und eigentlich auch muss, wenn man halt, also ich würde behaupten, man kann auch bis zu einem gewissen Punkt, ohne irgendwas gelernt zu haben, kann man sich bis zu einem gewissen Punkt halt gut durchschleusen und kriegt trotzdem Ergebnisse raus, die halbwegs funktionieren. Aber irgendwann, und ich glaube, an diesem Punkt war ich jetzt einfach, kommt man ohne das wirklich, das technische Handwerk dahinter zu verstehen, kommt man nicht mehr weiter, entwickelt man sich nicht mehr weiter und das hat mich gefrustet. Und habe dann halt, wie gesagt, so eine Kanäle gefunden, die einen das gut beibringen. Und das hat mir erst so ein totales Hochgefühl gegeben. So, oh mein Gott, wie geil ist das denn? Und jetzt kann ich mich wirklich verbessern. Und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass ich mich verbessere. Einfach schon allein durch die Tatsache, dass man sich überhaupt mal damit wirklich beschäftigt. Und fand das alles nur großartig und war total motiviert und voll bei der Sache. Und dann kam irgendwie der totale Absturz. Also vor allem der totale Motivationsabsturz irgendwie, weil, also erst war ich ja hochmotiviert und habe mich halt auch so mit Körperstudien und Formstudien und so auseinandergesetzt und irgendwie bin ich jetzt aber an so einem Punkt, wo mich das nur noch runterzieht und ich das Gefühl habe, ich kann das alles nicht, ich bin irgendwie nicht gut genug, ich werde niemals das alles aufholen können, ich werde niemals dort sein, wo ich gerne wäre. Weil ich, wie gesagt, ich mache das ja auch nicht hauptberuflich, das ist für mich nach wie vor ein Hobby. Und ich kann natürlich auch nicht so viel Zeit investieren, da hat auch wieder Stichwort zurück, dass mir gerade generell so ein bisschen die Zeit für alles irgendwie mangelt, um dahin zu kommen, wo ich gerne wäre. Und irgendwie hat das momentan für mich so ein Bild von, das schaffst du alles eh nicht, das ist alles aussichtslos. Und das demotiviert mich gerade so arg, weil ich halt auch bei den Bildern, die ich zurzeit male oder und so Kritzeleien oder halt auch für das Journal, so diese kleinen Gestaltungssachen, damit zum Teil überhaupt nicht mehr zufrieden bin. Wie gesagt, ja auch bei diesem Bild, was jetzt hier gerade im Hintergrund steht, irgendwie dann auch technisch und so, dass alles überhaupt nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, obwohl das ja auch schon eigentlich mein bevorzugtes Medium ist. Ich habe zurzeit totales Desinteresse an Aquarellen, weil ich das Gefühl habe, das überhaupt nicht mehr zu können. Also ich hatte sogar witzigerweise das Gefühl, bevor ich mich mit der technischen Seite hinter dem Malen auseinandergesetzt habe, hatte ich mehr Spaß am Malen. Und das ist jetzt auf einmal komplett abhanden gekommen. Ich habe auf einmal keinen Spaß mehr an eins meiner Hobbys, was ich eigentlich total geliebt habe.
Vielleicht auch dort wieder Stichwort Produktivität, weil ich nicht das Gefühl habe, dort so produktiv voranzukommen, wie ich es halt gerne hätte. Beziehungsweise zum Teil ist mir halt auch aufgefallen, gerade bei den Aquarellen, komme ich mit den Materialien, die ich zurzeit habe, nicht mehr weiter. Also ich hatte mir am Anfang, einfach um das Medium mal auszutesten, schlicht und ergreifend, mir eben nicht sofort die teuersten Materialien gekauft. Weil wenn man halt nicht so genau weiß, ob man das wirklich was für einen ist, ja, da möchte ich nicht mal eben so 100 Euro investieren. Und gerade bei Aquarellen ist man da sehr schnell, oder generell bei Kunstbedarf ist man generell sehr schnell bei solchen Preisen. Und nun habe ich aber auch Material, was halt nicht das Gelbe vom Ei ist. Und ich glaube zum Teil liegt es nicht nur an meinem nicht technischen Können, sondern tatsächlich auch daran, dass die Materialien nicht das hergeben, um das Ergebnis zu erzielen, was ich halt gerne hätte. Das Ding ist halt, wie gesagt, das ist nach wie vor so eine Finanzsache, weil wie ja gerade beim Kunstbedarf habe ich mir mal so ausgerechnet, selbst wenn ich jetzt nicht sofort mit dem teuersten Zeug mir jetzt kaufe, man muss ja nicht von 0 auf 100 springen, unter 70 Euro werde ich nicht bei wegkommen. Und das ist zurzeit für mich in nur einem Bereich, ja. Also das wäre jetzt nur bei den Aquarellen und ich habe eigentlich mehrere Baustellen zurzeit offen. Also ich interessiere mich jetzt halt auch oder habe mich schon länger eigentlich für die digitale Seite des Malens interessiert. Allerdings dort, wenn man da mit so einem Zeichenpad anfängt, dann ist man eher schneller mal bei einer vierstelligen Summe. Auch bei den Acrylfarben würde ich gerne ein paar Sachen ersetzen, mir bessere Materialien kaufen. Bei Pinseln müsste ich eigentlich ganz dringend jetzt so ein paar Sachen ersetzen, weil die wirklich, ich weiß nicht, was mit den armen Jungen passiert ist, aber es ist nicht gut. Ach, ich weiß auch nicht. Also momentan, wie gesagt, und das finde ich so unfassbar schade, frustriert mich alles am Malen nur noch, weil ich das Gefühl habe, mit nichts ist gut genug, mit nichts komme ich zu Potte. Und je mehr ich mich auch mit so Themen auseinandersetze, auch so mit Pigmenten und sowas, desto mehr frustriert mich das alles. Und ich war zwischendurch schon wirklich kurz davor zu sagen, wäre es nicht sinnvoller, dann einfach aufzuhören damit. Was ich sehr schnell wieder verworfen habe, diesen Gedanken, weil der für mich eigentlich überhaupt nicht in Frage kommt, weil dafür mag ich das Malen an sich zu sehr. Aber momentan ist in jedem Bereich nur noch der Wurm drin. Und ich weiß gar nicht, ich hoffe, ich komme irgendwann wieder raus aus dem Ding, weil das wäre halt echt mega schade, wenn das so bleibt. Ich weiß aber auch nicht genau, wo ich da jetzt ansetzen sollte. Beziehungsweise eigentlich doch, und damit kommen wir zu dem nächsten und eigentlich auch letzten großen Thema, was ich hier bereden möchte, habe ich eine Idee, wie ich hoffe, mich da vielleicht selbst so ein bisschen rausziehen zu können und mich gleichzeitig hoffentlich kreativ da irgendwie rausziehen zu können. Mal sehen, ob das dann wirklich funktioniert. Nämlich, es steht ja jetzt bald der Oktober an. Und was ist im Oktober? Ist immer ein riesiges Kunstprojekt am Start, nämlich der Inktober. Habt ihr vielleicht schon mal was von gehört? Wenn nicht, könnt ihr das auch gerne einfach mal googeln oder hier auf YouTube eingeben. Da werdet ihr ganz viele Videos und Beiträge zu finden. Prinzip ist, dass man jeden Tag im Oktober etwas malt, und zwar mit Tinte. Es gibt dafür eine Themenliste, also jeden Tag ein neues Thema. Mittlerweile gibt es 10.000 Abkupplungen, also ihr findet 10.000 Listen. Es gibt aber halt auch eine offizielle, halt von dem ursprünglichen Begründer oder Begründerin, ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Und ich habe halt die offizielle Liste mir jetzt runtergeladen für dieses Jahr und habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr tatsächlich am Inktober teilzunehmen. Das habe ich schon sehr lange mir eigentlich, so im Hinterkopf war das immer, aber irgendwie habe ich es dann doch nie hingekriegt. Und ich habe hier halt zu Hause nichts zum Thema Tinte. Also ich habe mittlerweile nicht mal mehr einen Füller. Und das wäre eben auch schon wieder so Anschaffungskosten und Pipapo und so gewesen. Und das hatte mich immer so ein bisschen zurückgeschreckt und so. Aber dieses Jahr möchte ich das jetzt einfach mal machen. Ob ich das wirklich durchgezogen bekomme, wirklich jeden Tag ein Bild mit Tinte zu malen, das sei mal komplett dahingestellt. Aber ich möchte es einfach mal versuchen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das in meiner Situation jetzt wirklich so clever ist, jetzt nochmal ein neues Medium, nämlich mit Tinte anzufangen. Ich mache das jetzt einfach und hoffe, dass mir das halt auch Spaß macht und dass mir das etwas bringt, weil das ist ja auch den Zeichnen tatsächlich relativ nah angelehnt. Also so in Anführungsstrichen zurück zu den Basics. Und wie gesagt, ja klar geht es halt auch darum, das Handwerk zu verbessern und so, aber in erster Linie soll es halt einfach Spaß machen. Und ich hoffe, dass mir das halt, dass das bei mir funktioniert und mir die Spaß auch an die Malen schlicht und ergreifend wieder zurückgibt. Wobei ich tatsächlich auch so ein bisschen, wie gesagt, ich habe die Liste mir jetzt bereits runtergeladen und habe mich schon so ein bisschen halt damit beschäftigt, logischerweise. Und oh Gott, ich scheitere ja schon am ersten Begriff. Also für den 1. Oktober ist zum Beispiel das Thema Ring. Und ja, Ring. Das ist ja, ich meine, das ist ganz klassisch, halt so, da sind halt auch sehr schwere Begriffe bei, also so, die relativ spezifisch sind, aber auch welche, die komplett offen sind. Und mir ist da schon wieder so der erste Frustbonus kam da tatsächlich auch schon rüber, dass ich dachte, okay, mir fällt dazu absolut nichts ein. Und ich kann auch da jetzt nicht einfach nur einen Ring
nehmen. Das wäre ja super öde. Also da kann man sich ja total outen als der unkreativste Mensch auf diesem scheiß Planeten. Und ich meine, gerade wenn man sich da wieder die Beiträge von richtigen Künstlern halt anguckt, die daran natürlich auch teilnehmen, da sind dann immer wirklich krasse Meisterwerke, wo ich mir so denke, okay, da kommt man nie im Leben hin. Aber sich mit anderen zu vergleichen, ist generell das Grundübel. Also dadurch entsteht eigentlich fast nur negativ. Wobei stimmt nicht. Da kann man natürlich, das kann natürlich auch motivationsschöpfend sein. Aber bei mir ist das momentan nicht gut. Ich sollte mich nicht zu sehr mit anderen vergleichen und werde mich aber halt auch so ein bisschen jetzt vielleicht noch so die letzten Tage im September so ein bisschen vorplanen, damit ich nicht so komplett vor nichts dastehe und dann das Thema lese und so denke, okay, mir fällt dazu absolut überhaupt nichts ein. Ich möchte mich schon so ein bisschen drauf vorbereiten. Musste ich halt auch zwangsläufig, wie gesagt, Materialien hatte ich so hier nicht zu Hause. Morgen wird auf Instagram auch noch so ein kleiner Post kommen, was für Material ich mir denn doch zusammen gekauft habe, und es hielt sich finanziell in Grenzen. Ich habe nicht mal 20 Euro dafür ausgegeben, für so ein Starter Set, und hoffe jetzt das Beste. Wenn ihr euch tatsächlich aber auch was zusammenstellt, würde ich wirklich raten, euch etwas zusammenzustellen, selbst zusammenzustellen und nicht diese super günstigen Starter-Sets. Die gibt es natürlich auch in super teuer, aber ich würde behaupten, das braucht man nicht, sage ich jetzt, bevor das mit dem Inktober wirklich angefangen hat. Wie gesagt, ich werde euch morgen dann auf Instagram mein Material vorstellen, was es denn letztendlich geworden ist, und werde dann jetzt im Oktober mit dem Inktober starten. Und vielleicht ist ja das Thema auch irgendwas für einen von euch da draußen etwas. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch Lust, daran teilzunehmen. Ich werde in der Infobox mal verlinken zu, oder einen Link reinpacken zu der offiziellen Liste für den Oktober jetzt im 2019. Und ich denke, das kann man ja auch ganz kreativ auspassen. Also selbst wenn ihr vielleicht schreibt oder so, könnt ihr die Themen ja nehmen und mit Tinte dann halt vielleicht 1, 2, 3, 5 Verse schreiben oder so. Einfach nur ein paar Zeilen zu dem Thema oder an dem Thema angelehnt, weil der Kunstbegriff ist ja sehr weit auszudehnen. Übrigens sind auch die meisten Liner tatsächlich mit Tinte gefüllt. Also damit könnte man ja theoretisch auch arbeiten. Man muss sich nicht extra ein Tintenfass kaufen oder so. Ich wollte aber, weil ich das schon sehr lange haben wollte. Ich bin mir tatsächlich allerdings aber noch nicht so sicher, ob und wie ich das videotechnisch einfangen werde. Also es wäre ja irgendwie naheliegend, das tatsächlich auch videotagebuchartig festzuhalten. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das dann in einem Video gebündelt mache oder ob ich dann das pro Woche mache. Auf Instagram werde ich vielleicht jeden Tag ein Bild posten, wenn sich das ergibt. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich das umgesetzt bekomme. Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Vorschlag von euch. Momentan tendiere ich tatsächlich eher dazu, das dann in einem Gesamtvideo festzuhalten und nicht wöchentlich oder täglich. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Kommt vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie viel Material bei rumkommt und ob ich halt auch komplett den Monat durchhalte oder nicht. Okay, gut, damit habe ich jetzt auch schon wieder lang genug geredet. Das war es dann soweit auch von meiner Seite aus. Das waren so die Themen, die ich mit euch besprechen wollte oder hier ansprechen wollte. Alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, wie immer gerne in die Kommentare damit. Ich bin generell für Feedback immer sehr dankbar. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag, und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!